draufgekommen ist man, es gibt 5 Quellen auf der Welt. Eine ist Takot in Mexiko und das bekannteste ist in Lourdes. Mhm. Wir haben es in Deutschland in Nordenau, aber bloß ab und zu. Aber in Lourdes hat man eben festgestellt, dass dieses Wasser über die Gesteinsschichten, also auch Magnesium basiert, aber das hatte einen negativen Redoxwert. Ist es reduzierend oder oxidierend? Jedes Wasser, wo du trinkst, wo ich trinke, ist oxidativ. Kannst man messen am Redoxwert. Also. Mhm. Oder ist es reduzierend, dass es antioxidativ ist. Beispiel, konkret, was jeder nachmachen kann. Ist ja wichtig, dass jeder Zuschauer sagt, jetzt kaufe ich mir für 2000 Euro irgendein Wasserstoffgerät und habe keinen Beweis dafür. Dann kaufst du für 150 Euro noch ein Redoxgerät, aber auf alle Fälle, da kann man es einfach messen. Es gibt auch Tropfen dazu. Aber die einfache Messung ist mit einer Tomate, habe ich gemacht. Du nimmst einen Tomatenstrauch, da kann man davon ausgehen, dass die alle gleich sind. Dann schneide ich die Tomate durch und misst diesen Redoxwert. Der ist bei plus 50, also hat keine große Energie mehr. Und dann lege ich diese Tomate 2 Stunden ins Wasserstoffwasser. Und nach 2 Stunden habe ich den Redoxwert nicht plus 50, sondern minus 150. Das heißt, die freien Elektronen sind in die Tomate reingewandert und damit habe ich beste Bioqualität. Und das funktioniert. Und das kann jeder ausprobieren. Das ist wichtig. Legst du dann dein Gemüse und alles auch ins Wasserstoffwasser? Ja, ich mache halt vor allem Bio und ehrlich gesagt bin ich zu faul. Ja. Weil ich trinke das Wasserstoffwasser. Ja, stimmt, wenn ich 3 Stunden Wasserstoff trinke. Ja. Aber man kann es machen. Man kann auch Wasserstoff inhalieren. Da gibt es Inhalationsgeräte. Mhm. Und viele Leute sagen, oh, das muss ich kaufen. Kostet halt sehr viel Geld. Und wer macht schon? Für mich geht es darum, ich will ein Leben führen, was volle Pulle ist, erfüllt. Dann lasse ich mein Wasserstoffwasser runter und trinke es gleich. Oder innerhalb von 2-3 Stunden. Da hat es auch noch die Wirkung. Aber dann verflüchtigt sich's. Mhm. Aber ich mache da, ich habe immer so Weißbierglas. Das hat sehr positive Emotionen bei mir. Und dann eine halbe auf Ex runter. Natürlich wäre es sinnvoller, glasweise, alle Stunde, Hosiana. Aber das Leben ist anders bei mir und ich trinke da in der Früh ohne einen Liter Wasserstoffwasser gehe ich nicht in den Tag, ausgeschlossen, nowhere. Oder wenigstens sauberes Wasser, wenn ich im Ausland bin. Und diese 3 Liter am Tag für mich ist natürlich wirklich eine Wohltat. Und vor allem, wenn ich da mal nicht mache, also ich bin im Urlaub irgendwo und dann merke ich schon, obala, Onkel Erich ist doch ein bisschen älter, als er sich immer so denkt. Mhm. Aber für mich ist halt schön, ich gehe ins Fitnessstudio und ich habe die Kraft wie mit 30 Jahren und ich regeneriere halt viel schneller. Und das Geniale ist, wenn ich mit der Jugend unterwegs bin und ich liebe junge Leute, weil sie noch ein bisschen verrückter sind, und dann gehen wir immer richtig auch einheben. In Bayern gehört sich das einfach, dass du mal ein paar Maß Bier trinkst. Am nächsten Tag bin ich im Fitnessstudio und die liegen unterm Tisch, jetzt mal ganz grob gesagt. Und das ist natürlich schon, das ist eine schöne Geschichte. Und ich liebe halt die Jugend, das Leben, die Vitalität. Und das gibt mir einfach nochmal ein Stück Lebensqualität, die ich sonst nicht hätte. Darum gehe ich jetzt nicht mehr zu Klassentreffen. Tut mir jetzt leid, jetzt bin ich 67, ich gehe nicht mehr hin, weil es alle krank sind, alle dahin hinken.